Ja, offen gesagt, worauf wir uns konzentrieren, ist, wie schaffen wir eine gute Zukunft für Österreich? Wie machen wir das Land erfolgreicher? Wir wissen, wir stehen vor großen Veränderungen. Die Technologieentwicklung, Stichwort Roboterisierung, wird genauso wie die Globalisierung und der Klimawandel massive Veränderungen in unseren Lebenswirklichkeiten schaffen. Und die Frage ist, wie können wir den Erfolg Österreichs in eine gute Zukunft bringen? Das ist die wirkliche Frage. Und die zweite Frage ist vor dem Hintergrund dann, und wer soll von diesem Erfolg in unserem Land profitieren? Und da sind wir der Meinung, dass das allen zugutekommen muss, die einen Beitrag leisten, den wahren Leistungsträgern, nicht nur den 5%, die von ihrem Vermögen leben können. Und die Frage ist sozusagen Liste, Bewegung, Partei. Offen gesagt, das ist alles Makulatur. Ich bin im ganzen Land unterwegs für viele Gespräche. Kein Mensch hat mich noch auf diese Frage angesprochen. Sehr wohl allerdings, wie kriegen die Leute einen Arbeitsplatz? Wie schaffen sie es, eine leistbare Wohnung zu bekommen? Und wie bekommen die Kinder eine gute Schulausbildung? Und das ist unsere Strategie, genau über diese Themen zu reden. Ja, entscheidend ist für uns, dass die wahren Leistungsträger in Österreich, die jeden Tag aufstehen, ihren Beitrag leisten, sich einbringen wollen, Verantwortung übernehmen, dass bei denen der Erfolg auch ankommt, weil wir haben die Situation, dass wir eines der reichsten Länder der Welt sind, mit einem exzellenten Wirtschaftswachstum, der Aufschwung ist da, wir haben wirklich die Trendwende geschafft in den letzten 14 Monaten, mit einer Vielzahl von Maßnahmen, vielen gemeinsamen Anstrengungen, aber wenn die Menschen sich heute fragen, ist dieser Wohlstand, dieser Erfolg schon bei mir angekommen, dann werden die meisten sagen, nein, das ist nicht der Fall. Und jetzt geht es darum, dass das nicht nur einigen wenigen zuguten kommt, sondern den vielen, die hier wirklich Anteil am Erfolg hatten. Also für mich geht es darum, dass es um Verantwortung geht und um ernsthafte Arbeit fürs Land. Und ich denke, den Menschen muss bewusst sein, dass man alle diese bunten Plakate, die ganzen Sprüche, die ganzen Flottensager getrost vergessen kann. Am Ende geht es in der Politik um Interessen. Und jeder Einzelne muss sich fragen, wer vertritt eigentlich meine Interessen? Die ihr Millionenerbe ins Trockene bringen wollen, die werden bei uns wahrscheinlich schlecht aufgehoben sein. Aber wer sozusagen ein erfolgreiches Österreich will und das Projekt, nämlich dass Österreich als Gemeinschaft stark ist, und wer versteht, dass der eigene Wohlstand auch damit zu tun hat, dass die Gesellschaft in Wohlstand rund um einen leben kann, der wäre bei uns sehr gut aufgehoben. Na, das ist normalerweise sagen dann alle immer irgendetwas Prosaisches, Zuversicht und Optimismus. Nein, also ich bin ein durch und durch grundpositiver Mensch, bei mir ist das Glas immer halb voll. Das ist eine Lebenshaltung, die einem vieles leichter macht. Danke.